Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute ist Wochenende, ich spiele World of Tanks und dieses Video ist für Sonntag, deswegen ich bin hier bei mal 4 Stern. Ich müsste den spielen, wenn der mal 4 Stern weg ist. Könnte ich weiter rutschen, mit denen habe ich gerade schon gewonnen, mit denen habe ich auch gerade schon gewonnen, dann wäre ich direkt bei den Briten. Also mal 4 Sterne, wenn weg ist, schauen wir mal, wer danach drankommt. Aber ich würde sagen, danach würde der Crew Sander kommen. Also dann viel Spaß. Achso, und dann geht's weiter. Wie immer, wenn ich soweit komme. Also viel Spaß. Bis gleich. Jo, da ist das schwedische Panzer. Ich fahre zum C rüber. Oder bleibe ich lieber bei meinen Leuten? Ne, ich fahre zum C. Ich bin ganz allein, auf mich allein gestellt. In der Mitte bin ich nicht gerne. Wird anvisiert. Von wem? Ich sehe hier keinen. Ah, fahr noch mal ein bisschen zurück. Ein bisschen weiter zurück. Hier wird eingenommen. Das hier wurde eingenommen. Er ging voll durch ihre Panzerung. Voilà. Er brennt. Den haben wir abgefackelt. Erwischt. Jawohl. So, ich betrachte jetzt das rückwärtige Schlachtfeld. Vielleicht habe ich ja hier, was ich irgendwie noch. Von hinten aufräumen kann. Ich denke es zwar nicht. Vor allem, da ich ja auch schon fast kaputt bin. Schade. Aber ich ging 4, das wäre auch ein bisschen schwer gewesen. Die erste Niederlage heute.
Ich hoffe ja nicht, dass ich jetzt viermal verliere, weil ich gestern oder letzte Folge viermal gewonnen habe. Das war ja ein Desaster. Gut, dann schauen wir mal. Oh, ich war der Beste aus meinem Team. Und der Drittbeste allgemein. Das ist doch gut. Dann würde ich mal sagen, geht's weiter in der nächsten Runde. Video kann ich mir nicht mehr anschauen. Dann viel Spaß. Und wir sind wieder bei den schwedischen Straßenpanzer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich denke mal, von denen kommen wir auch gar nicht weg. Weil ich habe jetzt 10 mal 3 Sterne gekriegt. Also jetzt ist noch der nächste Sieg mit 4 Sterne dran. Und danach habe ich die nächsten 10 Siege mit 3 Sternen. Also das heißt dann, ich müsste mit ihnen jetzt 11 mal gewinnen, bis die Sterne weg sind. Und da ich ja nur... What the fuck? Shit. Wer war das? Okay, ich bin fertig. Schauen wir nach. Der steht hier nur rum. AFK wahrscheinlich. Ja, das haben wir verloren. Also der schwere Panzer spielt nicht und dann habe ich noch 3, die stehen hier. 1, 2, das andere 3. Okay. Was rück? Gut gespielt. Aber leider nicht gut genug. Schauen wir nochmal den an. Der hier, ach, ist er jetzt doch da. Also er hat gewartet, bis alle tot sind. Na gut, da würde ich mal sagen, geht's weiter in der nächsten Runde. Die Runde Nummer 3. Bis gleich. Ich habe noch vergessen, die Bewertung. Die Wertung kommt hier noch. Mensch, war schon jetzt so schnell. Wertung. Wertung, Wertung, Wertung. 1, 2, 3. 1. Also ich war fit schlechtes. Naja, okay, gut. Und dann jetzt nächste Runde 3. Viel Spaß. Wie war eigentlich die Bewertung von der ersten Runde? Ich hab's vergessen. Ich weiß, wir hatten verloren, aber weiß nicht mehr, wie stark. Ist ja auch egal. Hier fahre ich jetzt zum A-Punkt. Zum A-Punkt. Ich kenne nur den G-Punkt. Aber hier gibt es ja nur ABC-Punkt. Erst einmal hinten lang fahren, schauen, wie einer lang kommt. Ah, da kommt einer.
Wow. Shit. Munitionslager getroffen. Ah, Mist. Ich mit 31 Leben. Wieder ein Abschuss für uns. Wieder ein, das war der erste. Und nur irgendwo schnell gegenfahren, bin ich kaputt. Nicht durch seine Panzerung. Da. Das muss wehtun. Ja, SOS brauche ich auch. Ach, daneben geschossen. Schnell weg hier, kommt ein schwerer Panzer angerollt. Ich spiele feige Hase. Zwei Schwere sind hinter mir her. Also sprich, mein einer Schwerer, Kompanion, kämpft allein gegen den anderen Schweren. Könnte ich den ja eigentlich unterstützen? Wenn ich nicht vorher erwischt werde. Na gut. So sollte es sein. Honk McFly. Eine Anspielung gegen Zurück in der Zukunft? Thank you.
Da oben, den müsstest du schnell kaputt kriegen. Das ist der weiße Panzer. Warum schießt er gegen eine Wand? Bestimmt auf den Schussknopf aus Versehen gekommen. Ah, daneben geschossen. Hätte er es den da oben kaputt gemacht. Probiert zumindest. Alter, macht er sowieso nichts. Drei Panzer. Drei gegen einen. Ein Schwere gegen einen Schwere. Na gut. Das war mal wieder eine Niederlage. Die erste haben wir gewonnen. Die zweiten beiden haben wir verloren. Genau so war das. Jetzt kommt die dritte Runde. Schauen wir mal, wie es da aussieht. Erstmal die Bewertung anschauen, nicht wieder wegdrücke. Stefan? Immer Bewertung. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weiter 6. Ah ne, der ist auch noch stärker. Der siebte Beste. Gut im Durchschnitt. Da würde ich mal sagen, geht's weiter in der nächsten Runde. Viel Spaß. Und es geht wieder mit den Schweden. Ganz Tag heute nur Schwedisch. Das ist ein schwedischer Tag heute. Okay, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier reißen können. Schaut auf mich. Ah, ich möchte eine neue Grafikkarte haben, damit ich wieder über mehr Monitor spielen kann. Ah, er hat mich getroffen. Ich bin alleine hier. Er hat mich in Stich gelassen. Ah, ich habe ihn aber noch getroffen. Also ich habe Schaden gemacht. Egal, egal. Ach, das verlieren wir wieder. Guckt euch das an. Die haben noch drei Lebende, die haben noch sechs. Der Vorteil ist, die meisten sind hier oben auf dem Berg. Naja, zwei gegen sechs.
Oh, 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 oh. Schade. Alle down. Gut, dann war's das mit dieser Runde auch. Wir haben verloren. Ein Sieg, drei Niederlagen. Eine neue Aufgabe gekriegt. Schön. Boah, ich war der Beste aus meinem Team. Kann doch nicht wahr sein. 600. Der war. Ich bin der Viertbeste gewesen. Der hat nur 668. Ich habe 696. Schade. Okay, aber dafür hielt ich nicht ein. Egal. Also, dann war es das für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.